Dass hier Großbritannien ein wichtiger Handelspartner ist, kann man kaum übersehen. Diese Krefelder Spedition hat sich auf den Warentransport von und nach England spezialisiert. Zwischen 20 und 25 Lastwagen schickt Wolfgang Stroms täglich auf die Insel. Da kommt die Hängepartie bei den Brexit-Verhandlungen nicht so gut an. Es ist furchtbar. Ich bin also wirklich genervt durch handlungsunfähige Politiker. Ich komme mir vor, als wenn wir wieder ins Mittelalter zurückfallen. Passenderweise im Europagebäude versuchen die Regierungschefs heute Abend in Brüssel einer Lösung näher zu kommen. Fest steht, Großbritannien verlässt am 29.03.2019 formal die EU. Bisher soll dann eine Übergangsfrist bis Ende 2020 folgen. So lange bleibt bei den Zoll- und Grenzregeln alles beim Alten. Nun bietet die EU offenbar an, diese Frist nochmal bis Ende 2021 zu verlängern. Alles, um sich doch noch auf einen geregelten Brexit zu einigen. Auch Angela Merkel hofft weiter auf diese Lösung. Zugleich gehört es selbstverständlich ebenso zu einer verantwortungsvollen und vorausschauenden Regierungsführung dazu, dass wir uns auf alle Szenarien vorbereiten. Das heißt einschließlich der Möglichkeit, dass Großbritannien ohne ein Abkommen die Europäische Union verlässt. Das würde bedeuten, alle Waren von und nach England müssten durch aufwendige Zollkontrollen. Verderbliche Ware wie Gemüse würde kaum noch eine Spedition transportieren. Zu riskant, dass es schlecht wird. Bei der Spedition Stroms wäre nach mehr als 100 Jahren Handel mit England das Kerngeschäft in Gefahr. Denn eine zollfreie und somit wirtschaftlich kalkulierbare Route würde bei einem harten Brexit kompliziert. Ja, wir haben die offene Grenze natürlich zwischen Republik Irland und Nordirland. Wenn wir die Waren darüber schieben und dann wieder nach England, also so ein Chaos, kann man sich gar nicht vorstellen. Genau diese Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland ist allerdings der Knackpunkt der politischen Verhandlungen. Die EU will sie unbedingt offen halten, damit der Nordirland-Konflikt nicht wieder aufbricht. Die britische Regierung sträubt sich offiziell im Namen ihrer Bürger. Wir arbeiten an einer Lösung für die Menschen in diesem Land. Wir wollen einen Brexit erreichen im Sinne des britischen Volkes. Einen Brexit, der unsere Sicherheit und unsere Jobs schützt. Nun, zumindest im Fall der Krefelder Spedition ist das mit den Jobs schon jetzt schiefgegangen. Bei einer so schwierigen Lage, wo wir nicht wissen, was auf uns zukommt, haben wir auch schon in England einige Leute leider entlassen müssen, Niederlassungen geschlossen, haben verkleinert, auch den Fuhrpark verkleinert, weil wir vielleicht am 1. April vor einem Chaos stehen. Ein Chaos verhindern für viele Menschen in der EU und in Großbritannien. Das muss das Ziel der Verhandlungen in Brüssel sein. Ja, in diesen Minuten geht es in Brüssel mit dem EU-Gipfel los. Und unsere Korrespondentin Bettina Scharkus beobachtet den für uns. Frau Scharkus, versuchen wir das mit positiven Gedanken erstmal anzugehen. Was macht denn Hoffnung, dass die EU und Großbritannien da einen Schritt weiterkommen in Sachen Brexit? Ja, Angela Merkel ist gerade hier am Europagebäude in Brüssel angekommen und hat gesagt, dass sie es schade findet, dass es noch kein Austrittsabkommen gibt. Das also zur negativen Seite, zur positiven Seite, dass doch alle sich anstrengen wollen und bereit sind, ein Abkommen hinzubekommen. Man will sich ja jetzt auch mehr Zeit geben. Also niemand will wirklich einen sogenannten No-Deal, also dass es zu einem ganz harten Brexit-Ausstieg kommt, weil sowohl das wirtschaftsstarke Großbritannien als auch die Europäische Union, die brauchen sich wirtschaftlich gegenseitig. Und ich glaube, das hat man hier verstanden. Ich glaube nicht, dass es heute schon zu einer Lösung oder zu einem Durchbruch kommen wird. Aber die Weichen sind schon darauf gestellt, dass man sich einigen will. Dafür, dass das ja angeblich alle wollen, dauert es ja schon ziemlich lange. Steckt da vielleicht auch Taktik dahinter nach dem Motto, so ganz kurz vor knapp könnten wir da noch was rausholen, also die Briten vielleicht, dass die EU dann weich wird und Zugeständnisse macht? Ich glaube nicht, dass Taktik dahinter steckt, sondern vielmehr doch die schwierige Situation in London in der konservativen Partei. Also die Leute rund um Theresa May sind hier schon ein paar Mal mit Papieren gekommen, haben Angebote gemacht. Dann hat auch Herr Barnier, der Verhandlungsführer hier der EU, Angebote gemacht. Damit ging der Trupp dann wieder zurück nach London. Und in London sagten dann Leute wie Boris Johnson oder andere Vertreter der konservativen Partei, no deal, das machen wir so nicht. Und Theresa May musste alles wieder einkassieren. Also hier sagt man, dass es doch eher daran liegt, dass die konservative Partei nicht geschlossen ist und dass es da viele gibt, die wollen überhaupt keine Verhandlungslösung. Vielen Dank für diese Information und Einschätzung. Live aus Brüssel unsere Korrespondentin Bettina Scharkus. Dankeschön. Dankeschön.